Tja, wenn ich diese zwei Herren hier so sehe, wo ist euer kleiner Stadtstreicher da heute wieder gelandet? Offensichtlich im Mittelalter. Und angesichts dieses Anblickes wisst ihr auch, wo dieses momentan im Mittelalter ist, oder? Ich befinde mich im Stift Klosterneuburg. Abrus, Kadabrus, Christus, Erscheinikus! Ich rauch ab und an bei einem Mäcklein wie das Herz eines Spielmanns gehört nur der Musik. Das Spiel ist ganz einfach. Ihr könnt euch entspannen, ihr könnt euch zurücklehnen, wenn ihr es könnt, bitte keine Verletzten. Und einfach mit euren zwei Augen die drei Bälle und drei Becher verfolgen. Bevor wir richtig loslegen, eine kleine Demonstration, es passiert nämlich eigentlich immer das Gleiche. Der Ball kommt immer in die Hand, einmal oben drauf klopfen, einmal unten drauf klopfen, einmal kurz pusten. Ball wird ganz weich, ganz klein und verschwindet. Kommt man dazu, wenn man jung ist, mittelalterliche Musik zu spielen? Ja, wir waren schon, wie wir ganz, ganz klein waren, immer auf Mittelalterfesten unterwegs. Und irgendwann haben wir gemeint, hey, wir wollen auch irgendwas da beitragen, gründen wir doch eine Mittelalterband. Wir waren damals 9 und 11 Jahre alt und haben gesagt, yeah, das machen wir. Und so ist das entstanden, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen Mittelaltermusik machen. Habt ihr generell musikalischen Background? Also wir haben grundsätzlich, bevor wir damit angefangen haben, haben wir alle schon Musik gemacht. Und wie meine Schwester schon richtig gesagt hat, waren wir immer schon sehr interessiert an den Mittelalterfesten. Und dann war es dann irgendwie sehr naheliegend, dass wir dann Mittelaltermusik alle zusammen machen. Ich habe das dann privat bei einem Dudelsacklehrer gelernt, weil so wie man das heute kennt, in einer Musikschule oder so, bietet solche Instrumente nicht an. Mittelalterfeste stattfinden. Also im Sommer zum Beispiel kann es gut sein, dass wir 2 Monate durchgehend jedes Wochenende irgendwo spielen. Begeistert eure Musik eigentlich auch die Kinder, die zuhören? Ja, da spielen wir auch jedes Jahr in Forstenstein bei einer mittelalterlichen Kinderveranstaltung, wo das ganze Programm angelegt ist für Kinder. Und es ist total schön, wenn die Kinder, wie sie schon gesagt hat, tanzen und glänzende Augen haben, weil ihnen das so taugt. Ja, und dieses völlig neumodische Schlagzeug gehört zu einer anderen Gruppe, die jetzt Mittelaltermusik spielen wird. Beilstein aus dem Keltenkalk. Wie fällt einem so ein Name eigentlich ein? Ja, man geht ins Sporthaus und findet dort Kletterkarten und da steht drauf Beilstein. Und der Keltenkalk ist die Gegend südlich von Wien, so ab Mödling über Baden, das Helenental, bis hin nach Glocknitz,
Schneeberg, Rax vielleicht. Da kommen wir her. Ja. Na, wir kommen alle aus unterschiedlichen Musikrichtungen, Jazz und Rock vor allem, und haben irgendwann unsere Liebe, unsere gemeinsame Liebe zur mittelalter-keltischen Musik vor allem gefunden. Mhm. Und wir spielen ja keltische Lieder aus ganz Europa. Aber das ist sowas, wir nennen es immer den europäischen Blues oder auch Alteuropa-Pop. Genau. Stehen jetzt diese, ich sag mal, Jongleur-Künstlerinnen und Künstler, und sie sind tatsächlich eine Familie. Wie kommt man als Kinder dazu, dass man komplett das macht, was die Eltern wollen? Naja, der Papa hat angefangen zum Jonglieren, und wie es so ist, Kinder lernen viel schneller, und sobald einer ein bisschen oder zumindest gleich gut war wie der Papa, hat, würde ich sagen, alle irgendwann der Ehrgeiz gepackt, und dann haben halt die Eltern von uns gelernt, und so ist das gewachsen. Die Eltern, wie habt ihr eure Kinder außer durch das Vorbild wirklich dazu gebracht, dass sie alle weiter mitgemacht haben? Wahrscheinlich, indem wir sie nie dazu bringen wollten. Also wir haben das aus Spaß gemacht. Eigentlich hat mein Mann angefangen mit dem Diabolo. Dann haben wir Bälle aus Jonglieren aus einem Buch gelernt, was äußerst mühsam war. Ja, und die Kinder haben ihr eigenes eigentlich gefunden. Der Philipp hat gerne zuerst auch Diabolo gemacht, die Franziska Kivito. Und wir haben einfach auch Leute kennengelernt, die verschiedene Jonglieren, von denen man lernen konnte. Ja, weil es immer Spaß geblieben ist und nicht Arbeit. Genau. Oder war, ein Muss. Gab auch dazwischen ganz einfach eine Zeit, wo sie ausgesetzt haben, weil halt mit 14, 15 vielleicht andere Interessen da waren. Aber sie sind ganz einfach von selbst wieder zurückgekommen, und es macht ganz einfach Spaß, miteinander was zu machen. Und ihr seid ja, auf jeden Fall Garantie dafür, dass das Publikum Spaß und Unterhaltung hat. Ja, liebe Stadtstreicher-Fans, im Feldlager von Dreienschlag steht was Gutes am Tisch, aber das ist leider nicht für mich, sondern fürs Ensemble. Wie kommt man dazu, sich vor anderen Leuten in Rüstungen und Sonstigen gegenseitig zu attackieren? Naja, erstens mal, wir trainieren diese Sachen ja, es gefällt uns ganz gut, und ab und zu wollen wir es auch vorzeigen. Zum einen auch, vielleicht irgendwie auch dem Publikum zu zeigen, wie es damals auch war. Man möchte einen Bezug zur Geschichte herstellen, und vielleicht wollen wir auch etwas gegen das, was Hollywood macht, dagegen agieren, um etwas mehr Realität oder Wahrheiten zu zeigen. Anbahnungsversuche, ablehnendes Verhalten, weil er ja schließlich verheiratet ist. Sie fasst das Handgelenk und versucht ihn zu überzeugen.
und der Kuss erhascht. Der Streit um den Futtertrog quasi und ein sehr schöner Ho. Ja, mit der Kohle! Eine klassische Raubsituation. Gibst du Handy? So, und sie. Eine Dame in der Truppe und die ist auch ganz schlagkräftig in den Vorführungen aktiv. Ein typisches Hobby für eine Frau? Bei uns tatsächlich schon sogar. Unsere Obfrau ist eine Frau. Wir haben einige Mädels im Verein und die sind alle sehr aktiv und sehr, sehr gute Fechterinnen. Dafür schauen wir, genau, er kommt ihn zuvor und wirft den Pursch zu Boden. Genau. Schön gelandet bist du. Bei uns kann man insofern mitmachen, man kann sich nicht einfach anmelden und zu Dreinschlag dazukommen. Wir rekrutieren neue Vereinsmitglieder eigentlich aus unserem Beginnertraining mit dem langen Schwert. Ja, also grundsätzlich sollte man zuerst Fechten üben, Fechten lernen und kann dann im Verein aufgenommen werden. Dann werden wir halt schauen, wer dazu passt, wie es menschlich aussieht. Also man muss nicht nur ein guter Fechter sein, es muss das ganze Bild passen. Er wird gewahr, geht in die enge Mensur und wirft ihn nach hinten. Schöne Landung übrigens. Eins, zwei, drei, Schwung!